Fantastic. Hallo und willkommen zurück bei Boom Beach. Und ihr seht es schon, beziehungsweise jetzt nicht mehr, wir wurden aber angegriffen. Und deswegen fehlen uns ein paar Ressourcen, weshalb ich meine Ausbautaktiken doch noch ein bisschen umplanen muss. Uns hat nämlich jemand ein bisschen was geklaut. Es geht aber noch 44.000 Bretter, 41.000 Steine, 11.000 Eisen und 121.000 Gold. Im Tausch dafür erhalten wir 2 Diamanten. Wir können uns aber mal eben angucken, wie er uns überlisten konnte, der Sausack. Und zwar mit Kriegern hat er das gemacht. Und ist einfach direkt durchmarschiert aufs Rathaus. Das ist natürlich frech. Das ist natürlich frech. Alter Vater. Was ist mit ihm denn? So, das habe ich ja noch nie probiert. Einfach alles voll machen mit Kriegern und dann zack direkt aufs Rathaus laufen. Krasse Scheiße, das machen wir gleich mal. Und zwar werde ich jetzt erstmal ein bisschen noch kurz Dr. Terror machen. Aber wenn dann die Truppen mal weg sind, dann baue ich mir mal einen Haufen Krieger und renne einfach aufs Rathaus. Ohne Rücksicht auf Verluste. Einfach aufs Rathaus rennen und nur mal kurz fertig machen. Das ist natürlich gut gemacht. Muss man ihm ja schon lassen. Die hatte ich noch nicht. Komm, jetzt mach ich wenigstens noch die Mine eben weg. Ach, egal. Brennt der Höchstleistung doch. So, das Türmchen eben noch. Teilen mal hier eine Runde. Und dann haben wir es ja schon geschafft. Ah, das ist immer schön, wenn es so fix geht. Warum ist eigentlich der Ton aus? Ich höre gar nichts. So ist das doch besser. Und schon wieder 3 dunkle Fragmente. Das Dr. Terror ist echt top, um an die dunklen Fragmente zu kommen. Man kriegt das zwar auch nur hier, aber mittlerweile kriegen wir so viele durch unsere erhöhte Kraftstellenchance, dass wir da echt schwer abräumen können. Ich mache jetzt einfach mal hier weiter direkt, ohne großartig hier das zu erkunden. Hat dann mal hier haben wir gar nichts, was uns was anhaben könnte, da hier nichts ist mit Flächenschaden. Ich mache einfach mal hier eine Bombardement. Und dann machen wir einfach mal noch eins. Ist ja im Endeffekt egal. Die Mine machen wir mal weg und das Maschinengewehr gibt auch nochmal einen mit. Zack, zack, Türmchen. Und einmal heilen. Und dann haben wir es schon geschafft. Ah, hier, zack. Jetzt rennen die natürlich alle erst wieder da runter, aber ist egal. Dann kriegen wir noch mehr Punkte gleich, wenn wir das Häuschen dann noch, beziehungsweise die Kisten noch zerstören. Kommt ja dann auch nochmal Gold rausgeflogen. Ne? Doch nicht. Ja, okay. Zählt das nur für Häuser. Alter Vater. Läuft, wir können bald mit dich halt wieder ein dunkles Meisterwerk basteln. Wir machen das jetzt mal hier im Schnelldurchlauf, ohne großartig erkunden. Und dann geht's auch direkt weiter, würde ich sagen. Mit einem Raketenwerfer, den wir zerstören müssen. Oh ja, das war süß. Dann machen wir den mal hier noch hin. Den mal hier zwischen. Ja, guck. Wunderbar, prima. Und absetzen. Ich habe gar nicht geguckt, ob ich schon irgendwas verloren habe in der Zwischenzeit, aber ist eigentlich auch egal. Wir machen das jetzt einfach mal eben. Zack, zack, zack hier. Zacki, zacki geht das jetzt. Im Schnellverfahren sozusagen. Dr. Terror im Schnelldurchlauf. Zack, hier nochmal ein Ding. Hier oben können wir nochmal ein Bombardement hinsetzen. Ich hoffe, ich zerstöre mich da jetzt nicht selber. Heilen wir mal hier eine Runde. So. Und dann haben wir es ja gleich schon geschafft. So, zack, wieder 2 dunkle Dinger. Zack, das läuft. Wie viel haben wir denn davon schon? Ich muss gleich mal gucken. Eine Runde machen wir noch, bevor wir mal gucken. Schreckensabschnitt 4. Ich war übrigens letztes Mal schon bei Schreckensabschnitt 8. Also mittlerweile geht das echt ganz gut. Schützen sind ja jetzt auch schon auf dem 2. Level. Also dann gucken, ob wir jetzt die Boomine wegkriegen. Das ist schon mal gut. Ist weg. Und da nochmal einmal. So langsam geht wieder die Zeit los, wo man zumindest mal eben ein bisschen gucken kann und nicht einfach nur so drauf losmachen sollte. Das ist ja dann schon mal so. Ach, jetzt schießen die jetzt dahin. Das ist ja früh betäubt. Na egal, jetzt kriegen sie wenigstens nicht sofort einen ab. Lassen wir auch mal eben hier direkt eine Heilung da. Und gehen aufs nächste Maschinengewehr. Bitz, 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 dann ist das auch schon weg. So, Türmchen kriegt nochmal einen ab. Bomm. Und weiter geht's. Geschafft.
Eigentlich unnütz, aber ich heile sie mal. Ist ja scheißegal, kann denen ja eh nichts mehr passieren. Wenn die Verteidigung weg ist, dann brauchen wir sie eigentlich nicht mehr heilen, aber ich mach's einfach mal, ist ja egal, die Punkte werden uns ja nicht weggenommen sozusagen, das wäre ja keine Verschwendung. Schöner wäre es, wenn man sich die Punkte, die man sich bei diesem Angriff spart, für den nächsten noch aufbewahren könnte, dann wäre das dann natürlich ganz praktisch, aber ansonsten... Naja, so, angreifen, gar nicht groß rumschlawinzeln hier, einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen. So, was ist das jetzt hier für eine Veranstaltung? Es wird schon interessanter, definitiv. Weil die Inseln noch so klein sind, sind die Aufgaben teilweise wieder ein bisschen schwerer, da muss man dann immer gucken. Ja. Ja, immer noch nicht. Machen wir hier noch einen. Ja komm, den machen wir noch weg, ist jetzt egal, so. Absetzen und... Betäubemente! Und dann auch nochmal Heilung, eventuell, oder nochmal betäuben hier vorne, was ist sinnvoller. Wenn wir nochmal betäuben können, würde ich fast sagen, wir betäuben hier und versammeln uns hier. Außerhalb der Reichweite oben von dem Schützenmoped. Ah, jetzt kann uns natürlich der Raketenwerfer nochmal einen reinhauen, ne? Aber wir schaffen es trotzdem. Zack, aber hier nach müssen wir auf jeden Fall mal eben Truppen nachbauen. Oh, guck mal, sogar eine Kristall. Geil. Geil, geil, geil. Das ist schön. Dann können wir bald echt was bauen. Ich muss da trotzdem mal eben nach Hause gehen. Jetzt ist nämlich hier unsere Sachen so ein bisschen zerpflückt. Zumindest 17 Stück sind weg. Das ist nicht weiter schlimm. Bauen. Wie sieht's denn aus? 4 Kristalle, 6. Ah, guck mal, wir haben's bald. Wir haben es bald. Zack, hier nochmal sammeln. Ich muss mal gucken, was mir gleich noch fehlt. Ich wollte ja das Hauptquartier ganz gerne ausbauen. Aber, naja, müssen wir mal schauen. Was haben wir jetzt hier? Kanonenmotenergie plus 5. Ja, müssen wir halt zurückfordern. Bauen, ich kann direkt weitermachen. Und zwar können wir einen Wächter bauen. Und dann gucken wir uns das später an. Was sammeln wir denn mal? Fragmente, Steine, Eisen... Ja, ich lasse mir das mal offen und gucke nachher, was mir noch so fehlt. Dann sehe ich das ja. So, angreifen. Vielleicht sollte ich jetzt irgendwann langsam mal anfangen, die Sachen auch zu erkunden. Jetzt wird es nämlich schon fuckeliger hier, aber... Wir testen das jetzt einfach mal aus, wie es noch so weit, wie weit es wir es noch treiben können hier. Die beiden haben wir schon mal. Jetzt hier absetzen und direkt betäuben. So, dann hier ganz schnell, zack, 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 und dann haut sie sofort auf die Fresse hier. Los, 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 ah, das war wieder zu früh. Ich hab wieder 5 Sekunden verschenkt, so ziemlich. Aber die ersten Sachen können es ja nichts. Die Boomkanone ist quasi schon weg. Maschinengewehr ist weg. Ah, jetzt rennen die aus meiner Heilung raus. Ich kotze. Einen dicken Strahl. Ah, ich hab die gar nicht abgesägt. Okay, dann mach ich's mal hier jetzt betäuben. Die Jungs heilen wir mal eine Runde. Hier oben auch. Und dann versammeln wir uns hier. Bitte. Inklusive einem Heilzauber. Und kacken da oben auf die Sachen. Und sind fertig. Ich wollte aber auch noch das mit dem Krieger. Ich glaube, das muss ich dann in der nächsten Folge machen. Oder ich mache das mal so als Zwischendings, dass ich das einfach mal teste, ob das funktioniert, so wie er das gerade bei uns gemacht hat. Einfach die Krieger an den Strand setzen und direkt aufs Rathaus rennen. Das ist natürlich echt krass gemacht gewesen. Aber da sind doch rundherum auch Kanonen. Der muss doch Schaden gekriegt haben ohne Ende, ey. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, warum das funktioniert hat. Das müssen wir jetzt mal erkunden hier. Ich hoffe, jetzt kommt mal so eine immer noch nicht. Wenn die größer sind, die Inseln, ist das besser, weil dann kann man durch... Dann haben die zwar das gleiche Level, aber die Sachen sind auf so riesige Inseln verteilt und man kann dann da ein bisschen... zwischen rumlaufen. Hier muss man jetzt echt schon fast alles zerstören. Ich glaube auch, diese werden wir nicht schaffen. Ich habe schon mal Level 8 geschafft und das ist jetzt ein Level 7, den wir wahrscheinlich nicht schaffen werden. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt anstellen am geschicktesten. Auf jeden Fall muss der Raketenwerfer weg und auf jeden Fall müssen hier die Mopeds weg. So. Ich weiß, das wäre auch eine Sache vielleicht, die man betäuben kann, hier der ganze Haufen, aber... Naja. Flammenwerfer müssen eigentlich auch noch weg, aber vielleicht können wir die auch einfach ignorieren und hier rumlaufen. Ich gehe jetzt mal hier hin und
von hier, so. Und dann betäuben wir mal gleich da unten erst. So, wenn die jetzt hier hinlaufen und hier betäube, dann kann ich die anderen Flammenwerfer da oben vielleicht einfach mal vergessen. So. Heilen. Komm, greif den Flammenwerfer an jetzt. Zügig. Ah, genau. Jetzt hat er natürlich genau... Und jetzt hier oben hin. Aber da muss ich erst die Mine weg. Nein! Ah, fuck, die ist schon explodiert, bevor ich sie hier getroffen habe. Egal, so, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier oben den ganzen Haufen zerstört kriegen. Hier zwischen mal einmal. Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Oh, gib Gas, Leute, das wird knapp. Das wird knapp. Aber wir haben noch ziemlich viele. Das müsste noch ungefähr passen. Das sieht ganz gut aus. Den schaffen wir auf jeden Fall noch. Ah, guck mal da, es läuft doch wieder ganz gut. Ich hätte gedacht, dass es hier wird schwieriger. Aber na gut, umso besser. Jetzt können wir vielleicht doch gleich nochmal was upgraden, zumindest an Truppen. Wenn wir noch einen schaffen würden, das wäre top. Eiserner Wille 2, oh, wir haben es geschafft. Nimm 1 Million Eisenbarren an dich. Ja, guck mal. Kriegen wir doch mal wieder 30 Diamanten, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Und ich will ja immer noch hier was im Arsenal verbessern. Ich würde auch, glaube ich, dazu tendieren, mal die Heavies zu nehmen. Ah, oder die Krieger natürlich, aber dafür brauchen wir jetzt noch über 100.000, das heißt, das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht kriegen. Ah, ich muss natürlich hier noch eben... Zack. Erkunden. Wie sieht's aus? Alter, was ein Haufen. Muss ich mal gucken, was ich jetzt alles in Ruhe lassen kann. Theoretisch, der Mörser bräuchte mich nicht interessieren, wenn ich hier außen nur rumlaufe. Das heißt, ich würde erstmal die Flammenwerfer machen und dann hier außen hinlaufen. Und gucken, dass ich da oben hinkomme. Ja, das probieren wir mal. Vielleicht packen wir den noch. Den ganzen Haufen hier würde ich aber auf jeden Fall schon mal einmal angreifen. Ah, da brauchen wir nochmal. Jetzt muss ich gucken, jetzt muss ich... Ah, ja, endlich hätte das mal funktioniert, ey. Dann muss ich aber auch nochmal hier hin. Damit die weg sind. So, was jetzt noch? Der Mörser da oben. Ah, ne, den Raketenwerfer. Oh, den hätte ich fast wieder übersehen. Asche auf mein Haupt. Lass ihn bitte kaputt gehen jetzt. Ja. So. Und jetzt... verschniepeln wir uns aber erstmal hier hin. So. Ah, ihr könnt natürlich schon angreifen hier. Die greifen nicht an, wenn man die da hinschickt, ne? Na, egal. Nicht so dramatisch. Ich kann ja gleich sofort eine Runde heilen. Werde ich auch müssen. So, oh, jetzt werden mir die Minen da oben noch zum Verhängnis wahrscheinlich, ja? Komm, macht voran da, ihr Lumpis. Nicht so lange warten. Heilen. Och, jetzt rennen die wieder hier runter. Das ist doch nicht wahr, ey. Aber wir packen es noch, glaube ich. Ich glaube, wir packen es noch. Ah, da ist noch ein Mörser. Scheiße, wir müssen hier oben hinlaufen erst. Lauf auch von dem Mörser weg. So. Jetzt... komm, schieß da, gebt alles, was ihr habt, Leute. Komm, Feuer, Feuer, Feuer frei. Los, 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 los. Wir schaffen's, wir schaffen's, wir schaffen's, wir schaffen's. Komm, ja. Sauber, um Sackhaares breit, aber wir haben's geschafft. Halleluja. Was ein Ambach. 51 Schützen und 3 Heavys weg. So, wäre jetzt die Frage, sollen wir jetzt mal probieren, alles auf Krieger umzurüsten? Das machen wir jetzt mal. Truppen wechseln. Krieger. Truppen wechseln. Krieger. Truppen wechseln. Krieger. Und hier natürlich auch. Wie viel Krieger? Ich muss mal gucken, wie viel Krieger wir auf so ein Boot draufkriegen, ob sich das überhaupt lohnt. Wir kriegen 15 Schützen drauf oder 5 Krieger. Müsste man eigentlich mal alles ausrechnen, was sich so lohnt, ob man mit welchen Sachen man beispielsweise mehr Trefferpunkte und mehr Schaden pro Sekunde auf die Boote bekommt.
Aber ist das natürlich auch immer eine Sache, gegen was man da angreift, weil bringt mir nichts, wenn ich die Krieger oder die Panzer, sagen wir mal, nehme, dann habe ich bestimmt mehr Schaden pro Sekunde als bei, obwohl weiß ich ja nicht, ob ich 6 Panzer habe oder 80, 85 Schützen, wo ich dann mehr Schaden pro Sekunde produzieren kann. Ah, das war falsch. Alle Kosten werden erstattet. Ja. Also ich kann ja gucken, Panzer. Dann kriege ich einen aufs Boot. Mache 142 Schaden pro Sekunde. Sagen wir mal 184 Schaden. Oder 183 Schaden pro Sekunde. Oder ich kriege 15 Schützen aufs Boot. Und bin dann bei 500 so viel. Ja, über 600 Schaden pro Sekunde. Noch mehr. Über 800 Schaden pro Sekunde. Das heißt, von Schaden pro Sekunde her macht es mehr Sinn, die Schützen aufs Boot zu packen als die Panzer. Von den Trefferpunkten. 241 plus 55, 296 mal 15 sind 300, 450 rund. Er hat natürlich er hier einiges mehr. Das würde wieder heißen, von den Trefferpunkten her wird sich's eher lohnen, einen Panzer aufs Boot zu setzen als 5 Schützen. 15 Schützen. Aber die Sache ist natürlich, eine Kanone verballert natürlich gegen den Panzer ihren ganzen Schaden. Aber und macht ein Panzer oder sozusagen ein Boot dann mit hat drei, vier, zwei, drei Schüssen weg. Aber um 15 Schützen zu töten, muss ich auf jeden Fall 15 mal schießen. Das heißt, das ist alles nicht so ganz aussagekräftig immer. Aber ich brauche jetzt auf jeden Fall mal hier Krieger und dann gucken wir uns das nochmal an. So. Hier natürlich auch nochmal eben. Und fertig machen. Das machen wir jetzt noch. Ich teste das jetzt einfach mal an Dr. Terror, indem man einfach mal, wie das läuft, wenn man einfach mal nur auf Dings läuft, so. Uns fehlen immer noch 400, was wird das denn kosten? 100 Juwelen, 89.000 Gold. Ich guck mal, was ich jetzt noch so kriegen kann bei Dr. Terror. Oder was ich noch so bekomme, dann baue ich nämlich gleich das Hauptquartier aus. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Schreckensabschnitt 9. Ich glaube, den habe ich noch nie gepackt. Alter, ja, genau. Macht noch ein paar mehr Minen, nein. Vielleicht eine Idee. Ich teste es jetzt einfach mal. Wenn es in die Hose geht, verzeiht mir bitte. So, jetzt muss ich noch die loswerden. Betäube die gleich die ganze Zeit, wenn die schießt. Ich habe nämlich jetzt einen Plan. Ich weiß aber noch nicht, wo ich herlaufen soll. Ein Flammenwerfer vorbei vielleicht, aber dann muss der weg. Wenn ich zack und dann dahin laufe, meinst du, das klappt? Ich probiere es jetzt einfach. Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt, wir müssen es einfach mal testen. So. Hier hin. Und hier betäuben. Da die ja so schnell sind, laufen wir jetzt direkt einfach hoch aufs Rathaus. Aber die sind gleich schon Fratze. Ja, guck mal. Das hat natürlich super geklappt. Die sind nicht mal angekommen. Wie hat der Typ das denn bei uns gemacht, ey? Die sind ja sofort weg. Das geht ja gar nicht. Ob ich hierfür vielleicht Panzer brauche? Ich weiß es nicht. Aber die Panzer, die kriegen von den Türmen. Also warte mal, hier ist. Für Schützen ist es scheiße, weil hier ist so viel Zeug mit Flächenschaden. Und noch jede Menge Minen, wo sie reinrennen würden. Also dafür wird es in die Hose gehen. Panzer ist aber auch Kacke, weil es 1, 2, 3, 4, 5 Türme gibt. Und 1, 2, 3 Boomkanonen, 2 normale Kanonen. Boah, womit kann man das denn mal angreifen? Ich habe keinen Schimmer, wie das gehen soll. Jetzt haben wir natürlich die Schützen alle verloren, aber eher die Krieger. Ich will aber jetzt noch einmal will ich das packen. Warte mal, ich baue die nochmal neu. Ist jetzt egal. Ich scheiße jetzt mal eben auf die Diamanten. Ich will nämlich mein Rathaus gleich upgraden. Mein Hauptquartier. So. Und was ist denn, wenn wir jetzt mal hier so einen tieferen Gegner haben? Was ist denn hier? Level 31. Den erkunden wir jetzt mal.
Das ärgert mich jetzt, dass wir das so gerade so verschenkt haben. Wie hat der das denn gemacht, ey? Ist denn bei uns, war denn bei uns so wenig auf dem Rathaus? Das kann doch nicht sein. Ist das da hinten? Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Hier ab, wir könnten natürlich hier absetzen und dann da eben dahin rennen, ne? Hier teste ich es nochmal. Ich merke auch gerade, ich bin schon bei 20 Minuten. Das heißt, mal gucken, ich mache einfach eine XXL-Folge heute oder so oder vielleicht auch nicht und ich mache einfach nur eine normale. Ich muss mir das gleich mal überlegen, wie ich das hinkriege, was ich damit mache. Zack, jetzt weg und jetzt machen wir es mal folgendermaßen. Ich ziehe sofort hier oben in die Ecke. Ich hoffe, das reicht, um hier unten dran vorbeizukommen von der Zeit her auf jeden Fall schon mal. Da die tun, das Maschinengewehr tut denen kaum was. Jetzt nochmal den nächsten. So. Und dann gehen wir nämlich jetzt einfach. Hier können wir mal ein paar Punkte holen, das ist gut. Ich kann nämlich jetzt hier betäuben und jetzt gehe ich einfach aufs Rathaus. Mal gucken, ob es klappt. Ich zweifle es schon fast wieder, aber vielleicht wird's ja was. Vielleicht können wir jetzt einfach da reinrennen und das Rathaus platt machen. Er hat es ja bei uns auch geschafft. Warum sollten wir es nicht schaffen? Es müsste vom Level her ungefähr gleich sein. Es wird natürlich jetzt spannend. Ich kann natürlich eine Rakete mal draufsetzen. Komm, mach voran. Letzte kleine Schniepel noch. Letzte kleine Schniepel noch. Nein, wieder nicht. Also, wie auch immer, er hat das zwar bei uns geschafft, aber wir schaffen es nicht. Ich weiß es nicht, irgendwie sind die zu schlecht oder was, keine Ahnung. Ich verbrate da zu viel Gold bei, das geht in die Box, wenn wir das so machen. Gut. Hat uns jetzt auch ein paar Diamanten gekostet, blöderweise. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich nachher nochmal angreife. Ich mache jetzt einmal noch, aber ich will jetzt keine Krieger haben, die gehen mir um den Sack. Ich will lieber nochmal Schützen haben. So. Und dann war es das auch für heute. Ich verabschiede mich jetzt. Ich weiß nicht, ob ich einfach zwei Folgen daraus mache oder eine lange. Ich glaube, ich mache einfach eine lange für heute. Dann ist sie halt ein bisschen sehr groß geworden. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, auch wenn es zwischendurch in die Buchse ging. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Zugucken.